Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video. Heute mit dem Ravensburger Adventskalender. Ja, gestern habe ich vergessen, oder nicht vergessen, ich habe einfach keine Zeit gehabt, um das Video zu aufzunehmen. Und zwar hier Platz 14, also Türchen 21, und hier Platz 11, Türchen 22 ist heute. Tut mir echt leid, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber heute kommt hier alles nach und nach. Und zwar mache ich heute hier Türchen 21 geschnitten und den Puzzleball 22 werde ich ungeschnitten hier in das Video reinmachen. Und jetzt kommen erstmal die neuen Abonnenten. Und zwar haben wir hier den Paul Ickelsheimer, der ist neu. Dann herzlich willkommen auf meinem Kanal und viel Spaß. Und dann hier noch Ronaldo Messi, der ist auch neu. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und die anderen hier, die hatte ich ja schon. Die Annabella und Carsten. Und der Freedom. Also ihr müsst nicht immer abdeabonnieren, wieder abonnieren, nur um hier gegrüßt zu werden. Das bringt nichts. Ja. Ist sowieso bald vorbei. Also noch vier Videos, also drei Videos in dem Sinn. So, dann öffnen wir mal Türchen Nummer 21, das wir hier geschnitten machen. So. Wir legen mal gerade hier, oder, nee, machen erstmal das Puzzleball hier fertig, oder den Puzzleball. Wir schauen mal, was drin ist. Also der andere Kalender habe ich ja natürlich auch nicht gemacht. Oh, wir haben Fortuna Düsseldorf. Okay. So, alles wieder rumdrehen hier, wie immer. Ich habe auch noch zwei neue Sachen hier, wo ich noch aufnehmen werde. Und dann werde ich mal bald ein bisschen Pause machen auf YouTube. Also so eine Art Urlaub auf YouTube. Dann weiß ich noch nicht, wann es dann weitergeht. Mal schauen. So, hier haben wir dann die ersten vier Teile und jetzt kommt der Zeitraffer. So, Fortuna Düsseldorf, Puzzleball ist fertig. Jetzt holen wir uns den Kalender wieder ran. So, das war auf Platz Nummer 14, Türchen Nummer 21. So, dann kommen wir gleich zum nächsten. Und hier ist das nächste, also Türchen Nummer 22. So. Also letzter Puzzleball, den werde ich jetzt. Was macht das Gummi hier drin? Lol. So, der letzte Puzzleball und den werde ich jetzt ungeschnitten hier in das Video packen. So, da haben wir Stuttgart, letzte Puzzleball. So, drehen wir wieder alles rum, wie immer. Dass man auch die Nummern sieht. So, hier ist schon mal die 1, die legen wir schon mal auf Seite.
So. Hier ist schon mal die 3, die 5, hier haben wir die 6, hier haben wir die 2. So, 2, 3, haben wir die 4, hier haben wir die 4. Fünf. Das ist verkehrt herum. Fünf. Die Nummer 6. So, die Nummer 7. Die Nummer 8. Hier ist die Nummer 9. Die Nummer 8, hallo. Machen wir denn die Nummer 8? Ah, hier. Hat sich ein bisschen versteckelt. So, Nummer 8. So, Nummer 9. So, dann die Nummer 10. Dann die Nummer 11. 11. Die Nummer 12. Die Nummer 13. So, hier haben wir die 15. Hier haben wir die 16. Jetzt brauchen wir die 14. Hier haben wir die 14. Warum passt das nicht? Ah, jetzt. Jetzt haben wir es. 15. Ups, nein. Was tue ich denn hier? So. 15. Jetzt kommen die 16. Die Nummer 17. So, die Nummer 18. Wo war die 17? Hier. 18. Jetzt kommt die 19. Hier haben wir die 19. Na, gehst du hier rein? So. Dann 20. Dann die 21. Ah, jetzt wird schon enger hier in dem Ball hier. So. 21, die 22 kommt dann hier hin. Dann die Nummer 23. Und dann so hier rein. Na, bleibst du mal? Die Teile wollen nicht da bleiben, wo sie sein sollen. Die 24. So, die 25. Die 26. Nicht so fest reindrücken, sonst ja. Und dann hier der letzte. Das letzte Puzzleteil. So. Das war's dann hier mit dem VfB Stuttgart Puzzleball. So, dann holen wir uns den Kalender wieder. Und kommt wieder auf Platz Nummer 11, Stuttgart. So, wie gesagt, ich mache noch ein extra Video, wie meine Tabelle wäre. Das kommt aber erst am ersten Weihnachtstag oder so. Mal schauen. So, das war's dann mit den Puzzlebällen. Morgen ist der 23., der ist hier oben und der 24. ist hier, der längliche hier.
Könnte eine Pfeife sein, könnte aber auch was anderes sein. Also ich, keine Ahnung, ich kann mir nichts vorstellen. Ja, falls du gegrüßt werden willst, dann abonniere meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und nicht deabonnieren, wieder abonnieren, das bringt dir nichts. Und falls dir dieses Video gefallen hat, gib alle schön Däumchen nach oben und ja, dann sage ich mal bis morgen und ciao.